einer der Punkte tatsächlich, die mich am Islam immer fasziniert haben, schon bevor ich Muslim wurde. Und den ich immer als einen Hinweis gesehen habe, dass diese Religion die Religion der Wahrheit ist. Die Beschreibung des Paradieses ist auf eine Art und Weise, dass es für jeden schön ist. Allah erwähnt es immer mit Gärten. Bis zum heutigen Zeit, selbst heute in der modernen Welt, sind Gärten etwas, was die Leute faszinieren. Die Orientalisten sagen manchmal, ja, das ist die Idee der Araber, die waren in der Wüste, die hatten keine schönen Gärten. Aber das ist selbst hier im Westen. Wir haben die schönste Welt, die man sich vorstellen kann. Sehr modernisiert. Aber immer noch träumen die Leute von was? Wir suchen aktuell eine Wohnung in Hannover. Wisst ihr, wann eine Wohnung richtig teuer ist? Wenn sie entweder einen Garten hat oder Balkon. Wenn du draußen die Natur genießen kannst. Ist immer ein Bonuspunkt. Die Beschreibung des Paradieses, die Allah im Koran gibt, ist eine Sache, die ist schön für jeden Menschen. Jeden. Viele andere Religionsgemeinschaften, die haben Vorstellungen vom Jenseits, die mich gar nicht interessieren. Überhaupt nicht. Es gibt im fernöstlichen Bereich gibt es Religionen, die glauben, wenn du ein guter Mensch warst, dann verschwindest du im Nichts, im Nirvana. Will ich gar nicht. Ich habe gar keine Lust dazu. Im Skandinavien gab es so die alten Wikinger, die haben geglaubt, wenn du stirbst irgendwann, dann bist du in einem Ort namens Valhalla und du kannst den ganzen Tag Bier trinken oder Wein oder was die hatten. So ein richtiges, so wie die Partys hier, einen großen Tisch mit Weinbechern. Ehrlich gesagt juckt es mich gar nicht. Also wenn sie diese Religion mir gegenüber präsentiert hätten, boah, weißt du, ne, wenn du stirbst und du hast diese Ware, ja, schön, will ich gar nicht. Ich bleib lieber hier, dankeschön. Aber was Allah präsentiert, egal welcher Mensch, du wirst keinen Menschen auf der Welt finden, dem du das Paradies zeigst und der wird dir sagen, boah, interessiert mich nicht, will ich nicht haben.